Mein Name ist Tim Soert und in diesem Video, oder sogar dieser kleinen Reihe von Videos, möchte ich euch verschiedene Artworks aus der Geschichte der Magic-Karten vorstellen, um euch einfach ein bisschen etwas Interessantes über sie zu erzählen. Dazu nehme ich aus jedem Set, das bisher erschienen ist, eine Karte, die besonders ikonisch für das Set ist und eine, die mir persönlich besonders gefällt, und erzähle ein bisschen über die verschiedensten Aspekte der Darstellung und wie die Kunst der Illustration dort eingesetzt wurde von dem jeweiligen Künstler. In diesem Teil schauen wir uns Karten aus Homelands, Alliances, Mirage und Visions an. So, dann kommen wir zu Homelands, den berüchtigten Homelands. Das Set, das so schlecht war, dass Spieler auf Turnieren gezwungen werden mussten, mit Karten daraus zu spielen. Serrated Arrows und Merchant Scroll zum Beispiel. Das Set, das bei Warthas-Spielern doch einen Platz im Herzen hat, allein schon wegen der Lore um die Vampirfamilie Zengir. Trotzdem können Karten daraus mittlerweile einiges wert sein, eben weil sie nicht mehr gedruckt werden. Wie unsere ikonische Karte des Sets, das Didgeridoo von Melissa Benson. Für das Tribal-Zeug, was in dieser Erweiterung abgeht, ist dieses Artefakt für ein Mana powermäßig eine richtige Ausnahme, denn es kann einem für 3 generische Mana jeden Minotauren auf unserer Hand ins Spiel cheaten. Das ist quasi ein Muss für jedes Tauren-Commander-Deck und mittlerweile gibt es da auch einige gute von. Die Karte gibt es im passablen Zustand nicht mehr unter 20 Euro und das ungeöffnete Booster gibt es in Englisch ab 15, wegen dem Reserve-List-Hype. Aber es ist auch die teuerste Karte des Sets. Alles weitere ist um einiges günstiger und die guten Karten sucht man hier wirklich mit der Lupe. Ob einem mehrere hundert Euro für einen Nostalgie-Draft das wert sind, muss man dann selber wissen. Wir konzentrieren uns hier lieber mal auf die Kunst. Ich wollte euch nur mal diese absurden Preise alter Karten aufzeigen. Melissa Bensons Kunst ist unter den alten Spielern sehr bekannt. Shivan Dragon, Nightmare und Lord of Atlantis sind nur ein paar ihrer ikonischen Karten. Und diese glänzen mit ihren leuchtenden Farben. Diese hat das Didgeridoo leider nur ansatzweise, wegen der ganzen Erdtöne. Trotzdem mögen viele dieses effekttechnisch sehr passende Artwork mit dem Minotauren und dem urtümlichen Musiker. Laut dem MTG-Wiki hat Melissa viel mit Wasserfarben und Buntstiften in ihren Magic-Werken gearbeitet, aber ansonsten Ölfarben bevorzugt. Dort heißt es auch, sie ist noch viel mit den anderen alten Magic-Künstlern in Kontakt und könnte sich vorstellen, wieder für Wizards zu arbeiten. Ich bin mir sicher, da würden sich einige drüber freuen. Als meinen Favoriten aus Homelands nehme ich den Dry Spell von Brian Snoddy. Und zwar in der Version mit dem Fisch. Es gibt ihn auch noch mit einem halb unter dem Helm begrabenen Schädel. Diese Darstellung eines Fischskeletts auf rissigem Boden zeigt doch sehr eindrucksvoll eine Dürre, die sogar Seen und Flüsse austrocknet. Aus der damaligen Zeit ist es auch eines von Brians realistischeren Artworks. Und es hält locker mit heutigen Bildern mit. Bei Brian finde ich eh krass, wie sich sein Stil über die Jahre zusammen mit dem Aussehen der Magic-Karten verändert hat. Wenn man seine frühen Karten wie Landtex oder Disenchant mit Karten vergleicht, die heute noch so gedruckt werden, wie der aktuelle Winter Orb oder Carrion Feeder, sieht man, was ich meine. Dryspell spiele ich sogar in einem meiner Decks, dem Voltron Commander Grismald. Für 2 Mana allem einen Schaden machen, scheint nicht so eindrucksvoll, wenn auch recht günstig, aber in so einem Deck, das am liebsten mit einmal haufenweise 1-1 Tokens zerstören will, damit der Commander dann als 30-30 mit Trappelschaden angreifen kann, da hat sie genau ihre Nische gefunden. Jetzt geht es mit Alliances zu einem weitaus beliebteren Set. Für die damals schon richtig süchtigen Magic-Spieler war es eine lange Durststrecke bis zu diesem erstmals letzten Set des Ice Age-Blocks, das powermäßig wieder ganz gut anzog. Vom Flavor her stellt es übrigens die Welt Dominaria dar, nachdem es durch Freyalises World Spell wieder aufgetaut ist. Was die Ikone dieses Sets ist, kann sich wohl jeder denken, der es ein bisschen kennt. Natürlich ist es Force of Will in seiner ersten Inkarnation von Therese Nielsen. Diese Staple in jedem Format, in der sie legal ist, eben weil es ein gratis Counterspell sein kann, aus dem Nichts, wünscht sich wohl jeder in seiner Sammlung, der sie noch nicht hat. Ich brauche auch noch einen. Die Karte ist so beliebt, aber auch so mächtig, dass sie nur in den teuersten Sets nachgedruckt wird, als Mythic, und immer ziemlich teuer bleibt. Immerhin konnte Therese den neueren Inkarnationen auch ein aktuelles Artwork verpassen. In diesem ihrem ersten Kunstwerk für Magic zeigt sie einen mächtigen Schaman vor einem feurigen Hintergrund, der durch Flammen greift und wirklich eindrucksvoll in seiner Pose und dem Licht aussieht. Ihre anderen Bilder für das Set sind etwas seichter gehalten, wie zum Beispiel Foresight und ihr Elvish Ranger. Deswegen ist Force of Will sicher auch am beliebtesten unter ihren frühen Artworks. Einfach weil es richtig schön ballert. Sie erzählt einiges über dieses Werk in einem offiziellen Video von Wizards über sie, in dem man auch sieht, wie wichtig ihr die Magic Community ist. Das kann ich unten mal verlinken. Wenn man das sieht, wird man regelrecht traurig darüber, wie es jetzt letztens mit ihren Beiträgen für unser Lieblingskartenspiel zu Ende gegangen ist. Aber dazu vielleicht in einer späteren Folge mehr.
Sie sind auch ganz sicher noch nicht bei Ihrer letzten Karte hier angekommen, denn genau wie bei Ihrem Bruder Ron Spencer verehre ich Ihre Kunst. Ihre typischen Merkmale kommen in Ihren ersten Werken auch noch gar nicht so richtig zur Geltung, denn diese sind sicher der Vorsicht halber eher wie klassische Fantasy-Illustrationen gestaltet worden. Trotzdem sind sie einfach super. Mein Favoriten aus Alliances habe ich erst vor kurzem entdeckt. Und es hat vor allem mit meiner Vorliebe für phyrexianisches Design zu tun. Phyrexian Warbeast von Bill Sienkiewicz zeigt einen der ganz frühen Ansätze der Fleisch-Maschinen-Hybriden, deren Design auch für jetzige und zukünftige Sets noch äußerst relevant ist und uns die mitunter coolsten Bösewichte in der ganzen Geschichte von Magic zeigen. Ganz früher sahen sie äußerst seltsam aus, hier fing es jetzt an, in eine gute Richtung zu gehen, bis sie im Orsa-Block dann wirklich ihre Charakterzüge bekamen. Auch hier sehen wir Metall und Fleisch mit Stacheln vereint, in einer scheinbar raubtierhaft springenden Pose, die sich dann aber am Hinterteil irgendwie in einem Propeller und einem Spiralschwanz ausläuft. Auf jeden Fall einzigartig für diese gar nicht schlechte Artefaktkreatur mit 3-4 für 3 Mana, die uns wie viele ihrer Nachfolger einen Preis für ihre Stärke zahlen lässt. In beiden Darstellungen sieht sie ähnlich aus. Man sieht auch Dampf und eine Einöde mit Ruinen im Hintergrund. Darunter die sehr interessante Signatur des Künstlers mit weit spationierten Lettern. Er hat nur 4 Bilder insgesamt beigesteuert, alle für Alliances und dabei sicher nicht der einzige. Manchmal klappt es dann einfach nicht mit den Kreativen und den Firmen. Mit Mirage kommen wir zum ersten Set, das die lang gepflegte Blockstruktur von Magic the Gathering begann. Ebenso wie richtiges Sealed- und Draft-Design für Limited. Chefdesigner Mark Rosewater hat in seinem Drive to Work Podcast wirklich so einiges über das Set erzählt, unter anderem auch über seine Kunst, aufgrund der damaligen Art-Direktorin Sue Ann Harkey, die seit Alliances einige gute Künstler für das Spiel mit an Bord brachte. Sie war es auch, die das absolut einzigartige afrikanische Thema in den Mirage-Block brachte. Sie hatte nur ein großes Problem. Sie verstand absolut überhaupt nichts von den Regeln des Spiels, weswegen es da ein paar Konflikte mit R&D gab, wenn eben das Bild überhaupt nicht zum Rest der Karte passte. Aber manchmal hat es auch einfach richtig gut gepasst, so wie bei Marks Lieblingsbild, dem Maro, das es einfach schon vorher gab und dann von Sue aus einer Kunstausstellung für das Set dazugekauft wurde. Das soll jetzt aber nicht die Ikone des Sets sein, sondern der Pazifismus von Robert Bliss. Dieser Evergreen des weißen Limited Removal hat seine erste Version im Mirage bekommen und sein Artwork ist so einzigartig, dass es auch noch als ich in der 8. Edition angefangen habe auf der Karte war und einfach hängen blieb. Dieser mit Blumen behangene Voodoo-Zombie, dazu diese eigenartigen Comic-Tierchen. Der Künstler hatte bei seinen Arbeiten bis Ravnica aber auch wirklich einen besonderen Weg an Anatomie heranzugehen, wie man auch an Polymorph und der Keening Banshee sieht. Was die Karte auch zeigt, einen der besten Flavortexte in ganz Magic, und davon gibt es so einige in Mirage, wie auch den von Lion's Eye Diamond, von der sehr ikonischen Margaret Organ Keen. Und unter anderem auch welche, die einfach vollkommen bescheuert Bezug zu ihren Artworks nehmen. Siehe Reparations, Goblin Soothsayer und wieder Polymorph. Mirage hat so viele gute Artworks, da ist es richtig schwer, sich einen Favoriten rauszusuchen. Phyrexian Dreadnought, Dark Ritual oder doch Flash? Okay, das letzte war ein Witz. Ich habe mich jetzt für den Worldly Tutor von David O'Connor entschieden. Diese Ein-Mana-Tutoren sind immer noch sehr beliebt, so auch der für Kreaturen in Grün. Sein Bild zeigt uns eine schöne Szenerie, im Vordergrund der Weise mit Bart, Stab und Turban und einem alchemistisch aussehenden Stein. Den Mystical Tutor aus dem Set hat der Künstler auch noch gemalt, ansonsten aber nicht mehr viele weitere Karten bis Visions. Unseren Pick hier sehe ich in der kleinen Auswahl von 14 Illustrationen aber als sein Meisterwerk. Wo wir gerade bei Visions waren, damit geht es als letztes Set von Folge 3 direkt weiter und auch direkt mit dem nächsten Tutor als ikonische Karte. Der Vampiric Tutor von Gary Leach. Nur ein Mana Instant Speed für die perfekte Karte aufs Deck, die 2 Leben kann man dabei meist vernachlässigen. Definitiv der beste aller Tutoren und in all seinen Versionen bis jetzt zu Commander Legends sehr teuer. Das mit dem Blutbezahlen für den Lehrmeister-Vampir sieht man ja sehr gut in dem Artwork. Ist vielleicht aber etwas makaber für heutige Maßstäbe. Deswegen haben modernere Inkarnationen der Karte eher so ein Vanitas-Stillleben drauf mit einem Schädel. Die Judge-Promo ist auch noch sehr witzig mit einem Vampir aus Ixalan. Das Original von Gary Leach hat auf jeden Fall mehr diese 90er-Ästhetik in seinem Stil. Genau wie alle anderen seiner Artworks. Er hat, nachdem Jasper Murforce Sue Ann Harkey wieder abgelöst hat, dann auch nicht mehr weiter für Wizards gearbeitet. Ganz im Gegenteil zum nächsten Künstler, dem letzten in dieser Folge. Ich habe ihn bereits in der ersten Folge angeteasert, als meiner Meinung nach besten Landschaftsmaler in ganz Magic, und seit dem Mirage-Block ist er am Start und selbst jetzt immer noch gut beschäftigt, mit immer wieder neuen Bildern für die tollsten Länder dieses Spiels. Seine Fähigkeit, atmosphärisches und magisches Licht einzusetzen, sucht seinesgleichen. Habt ihr schon erraten, um wen es geht? Die Rede ist von John Avon.
Dieses Ausnahmetalent aus Großbritannien ist auch im Bereich der Buchcover und Fantasy-Illustration kein unbeschriebenes Blatt. Und ich folge ihm auch bei Instagram, wo er gerne mal Bilder aus seinem Leben teilt. Der Corona-Lockdown hat ihm etwas zu schaffen gemacht, aber er hält durch und ist nach wie vor am Start, auch mit fantastischen Playmats seiner Kunst. In Vision hat er drei der einfarbigen Bounce-Länder gestaltet und ich kann mich ehrlich gesagt nicht entscheiden, welches von ihnen ich als mein Lieblingspick nehmen soll. Ach, dann nehme ich einfach alle drei. Hier haben wir Coral Atoll, Dormant Volcano und Jungle Basin. Alle haben dieses wunderschöne diffuse Licht, für das John so berühmt ist. Es trägt maßgeblich zur romantischen Fernweh- und Wanderluststimmung seiner Werke bei. Beim schlafenden Vulkan in Lila verschwimmt es mit dem Horizont, im Dschungel scheint es durch das Blätterdach und im Atoll durch die ferne Meeresoberfläche, um die Fische, Korallen und ein Schiffswrack zu erleuchten. Letzteres Bild erinnert auch sehr stark an eine seiner neuesten Illustrationen, die Academy Ruins aus Double Masters. John kann aber nicht nur Länder, auch wenn diese, besonders auch Standardländer, einen Großteil seines Portfolios ausmachen. Er hat auch schon so einige Kreaturen, Artefakte sowie alle möglichen Zauber in seinem realistischen Stil umgesetzt. Ich hatte letztens aus Jux geguckt und man könnte sogar ein Commander-Deck nur mit Illustrationen von ihm bauen. Mit 327 davon und einigen Ländern dabei hat man ja auch eine gute Auswahl. Der Commander davon wäre dann der schwarz-grüne Sapling of Colfenor, der tatsächlich gar nicht schlecht in der Rolle ist. So, mit diesem netten Schlussgedanken, mal ein EDH-Deck nur um einen Künstler zu bauen, will ich die dritte Folge jetzt beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich gerne für die nächsten Teile, lasst vielleicht Kommentare für eure liebsten John Avon oder Tyrese Nielsen Karten da und wir sehen uns.